untersucht haben, also der Stamm, in dem wir unseren Fisch gemacht haben, ist Lerche. Wir haben also aber nicht nur die Lerche genommen als Aromaträger, da gibt es auch dann ein Lerchenöl dazu, sondern auch die unmittelbaren Nachbarn im Wald der Lerche. Das heißt, wir haben Lerchenröhrlinge da drin, Parasole, Täublinge. Das sind Pilze, die sind sehr, quasi eine Gemeinschaft bilden, um den Geschmack noch ein bisschen zu intensivieren. Was wir hier machen, ist quasi jetzt, ich habe gesehen, dass der ein bisschen rinnt. Genau, ist der. Wir pressen quasi, aus diesem, just on the sides, wir pressen quasi ganz jetzt die Essenz quasi da raus und passieren quasi dadurch, durch das Leinentuch, das ist knapp ist. Mal das rausbringen. Hier quasi dann die Flüssigkeit durch. Also wir kommen dazu, wir haben den Schindelfisch, der normalerweise mit einem Saibling ist, mit einer Reinanke gemacht. Also wir kommen hierzu quasi einen kleinen Snack von der Reinanke. Das ist einerseits ein, wir haben versucht von dieser geräucherten Reinanke alles zu verwenden. Nicht nur die Haut, die geräucherte, das Fleisch, sondern auch die Karkasse. Obendrauf ist etwas Limquat und kandierter Sellerie. Mit dem ist das gewürzt worden. Und darf ich jetzt nur unser Team vorstellen. Das ist die Margot Janse aus Südafrika und aus Japan die Shijo Kanzaki. Shijo. Und wir haben auch versucht, bei diesem Gericht alle diese drei Kulturen, die uns verbinden, ein bisschen zu vereinen. Einerseits die Eleganz der japanischen Küche, ein bisschen dieses, die Früchte dann beim zweiten Gang von Südafrika und ein bisschen auch die Umgebung und den Wald von Österreich.